Schön, dich zu sehen. Der Vogt schickt mich. Das ist etwas anderes. Was benötigst du, mein Freund? Ich weiß nicht, was ich wollte, aber in Ordnung hier. Steht in deinen Aufzeichnungen geschrieben, wer wo lebt? Glaubst du etwa, wir führen Buch über sowas? Die Leute vermehren sich wie die Karnickel. Aber ich dachte, dass im Rathaus, in den Büchern... Junge, Aufzeichnungen gibt es nur über Abkommen, Strafen, Besitzrechte und so weiter. Und wenn es nicht gerade um einen Edelmann geht, dann steht da erst recht nichts. Eliska wird darüber nicht erfreut sein. Eliska? Meinst du zufällig die, die in die Mischex eingeheiratet hat? Ja, genau, du kennst sie? Natürlich. Ich habe früher mit dem alten Mischek gewürfelt. Er hatte einen Sohn. Netter Junge. Wie geht es ihm? Ich muss das sagen, es tut mir leid. Oh, gerade schnürt ihm die Arbeit ziemlich die Luft ab. Er soll vorbeikommen, wenn er wieder Luft hat. Und wo leben die Mischex jetzt? Das ist jetzt nicht so ein Katzensprung von Ratai entfernt, bei einem Fischteich. Danke. Oh, das ist gemein. Das ist gemein, das hat mir gefallen. Können wir irgendwelche Bücher klauen? Oh, können wir. Moment, was habe ich gerade gesehen? Wir haben noch einen Würfel bekommen. Die Legende besagt, dass mit diesem Würfel mehr als nur eine Maid ihr letztes Hemd verliert. Oh. Also mehr als nur eine Maid. Kurz die Bücher aus dem Rathaus geklaut. Wehe, mich durchsucht jetzt jemand. Ihr könnt das nicht wissen. Da. Gut. Unteres Tor und drum und dann den Fluss entlang. Hallo, Heinrich. Sekunde, zuerst einmal. Ach, unser Kettenhemd ist noch in Ordnung. Das müssen wir nicht. Das ist zwar komplett im Eimer, aber das müssen wir noch nicht reparieren. Und dem Fluss folgen. Oder den Bach. Wenn man es so nennen möchte. Hey Cornelius! Wie ist das Scheiße? Nein, das ist gar nicht Cornelius. Ich dachte nur, weil gelb und so. Das war das einzige, woran ich mich bei Cornelius erinnern konnte. Weil Cornelius auch eine Mütze oben auf dem Kopf hatte. Weiter den Fluss folgen. Eliska tut mir schon ein wenig leid. Besser als jahrelang diesen Gauner am Hals zu haben. Weiß ich. Aber der Henker? Sieh an. Schön hier! So, cool, da müssen wir es mal kurz anhalten. Das ist eine wunderbare Lesesituation. Das ist richtig schön hier. Wirklich idyllisch. Das mag ich. Das gefällt mir.
wer bist du? Heinrich kommt uns besuchen. Ich weiß nicht, wie du mich kennst, aber du bist auf irgendein williger Bürger. Nein, ich suche nicht nach dir. Ich wollte einfach nur gucken, ob du irgendwas zu melden hast, weil du hier so außerhalb wohnst. Aber offenbar nicht. Jo. Ältere Frau. Was denn noch? Ich habe Neuigkeiten über eure Schwiegertochter. Ich verstehe. Eliska geht es gut. Sie braucht nur... Hab nie von der gehört. Hau ab. Willst du mich verarschen? Ihr seid verwandt. Sie gehört zur Familie und braucht dringend Hilfe. Ich werde keinem helfen. Weißt du was? Komm! Pass auf, du Vettel! Wenn du mich noch einmal unterbrichst... Verschwinde! Es könnte sich für euch lohnen. Da hört das wirklich? Und was willst du? Die Witwe eures Sohnes braucht Hilfe. Sie kann nirgendwo hin. Was kümmert uns eine nutzlose Schnepfe? Ich möchte das eigentlich machen. Aber eigentlich möchte ich, dass sie hierhin geht. Denn diese Verwandten sind einfach eine Katastrophe. Wisst ihr was, wir sagen das trotzdem. Leute wie ihr sind hier bestimmt nicht sonderlich beliebt. Ich frage mich, wie schnell euch die Nachbarn zu Hilfe eilen, wenn ihr sie mal braucht. Und was sie täten, wenn euer Haus plötzlich Feuer fangen würde. Was zum... Und wenn ihr dummerweise darin eingesperrt werdet. Was willst du damit sagen, Bürschchen? Soll ich die Mistgabel holen? Wir sind also nicht in der Lage, eine alte Oma einzuschüchtern. Wir sind erbärmlich. Wir haben 15 zu 10 und können es trotzdem nicht. Ach, scheiße. Ach, zum Teufel damit. Wirklich? Wir müssen das mit ihr klären? Was willst du? Es könnte sich... Ach, wirklich? Die Witwe eures Sohnes braucht... Was kümmert... Wir können sie also nicht einschüchtern. Was ist mit helfen? Sie könnte auf dem Hof aushelfen. Wenn jemand weiß, wie man anpackt, dann sie. Ein bisschen Hilfe wäre nicht schlecht. Schick sie her. Aber wehe, sie legt die Griffel in den Schoß. Muss ich ihren Teil verdienen. Das klingt ziemlich... Und wenn ich nur einen Mucks von ihr höre, komme ich mit der Rute. Eine tolle Familie. Ich will nicht, dass sie hier wohnt. Was ist denn? Ja, nein, ich will nicht, dass sie da wohnt. Das verdient niemand. Das ist jetzt wirklich... Nein. Nein, wirklich nicht. Das ist immer mit Familie so eine Sache. Es gibt ja das Gespräche von wegen Blut ist dicker als Wasser, aber das ist auch nicht das Zutreffendste. Gut, in dem Fall ist nicht nur blutsverwandt, sondern angeheiratet. Aber... Ist man automatisch zugehörig zu Menschen, nur weil die offenbar verwandt mit irgendwelchen Leuten... Nein. Es ist eine schwierige Frage. Ich persönlich würde in solchen Fällen eher sagen,
dass Familie nicht daraus nicht zwangsläufig aus denen besteht, die mit dir verwandt sind, sondern eher mit denen. Familie besteht eher aus den Personen, von denen du irgendwie weißt, dass sie zu dir gehören. Man muss nicht zwangsläufig unbedingt dich mögen oder ähnliches, aber sobald eine Person Grund oder teilweise sogar ein Haustier, sobald es einfach grundlegend ein Teil von einem selber ist, dann gehört es eher zur Familie, würde ich sagen. Und das geht aus meiner Sicht ein bisschen über Blutsbanden hinaus. Allerdings hat die Leute im Mittelalter auch eine ganz andere Philosophie, was das angeht. Und heutzutage immer noch. Blut macht genauso wenig für eine Familie, wie ein Haufen Ziegel ein Haus ist. Da ist also dieser vermaledeite Pfad. Trampeln wir erstmal in den Kräutergarten rein. Wow. Das war eine grandiose Leistung. Einfach spitze. Unvergleichlich. Inkompetent. Aber nee, die wollen sie doch nicht in diesen erbärmlichen Haushalt reinholen. Wenn wir nicht mal einer alten Frau erklären können, dass ihre Brandschutzversicherung ausgelaufen ist. Wie unverantwortlich die sein muss. Stellt euch das mal vor. Man kann doch niemanden in ein Haus schicken, wo eine Brandschutzversicherung abgelaufen ist und die nicht mal zuhört. Andererseits ist es schon wieder absolute Ketzerei, dass wir bei 15 zu 10 nicht überzeugend genug waren. Und vor allen Dingen, sobald man bei dem Zeitpunkt angekommen ist, dass jemand nur aufnimmt, wenn es einem etwa auch etwas bringt, dann ist schon mal klar, dass mit Familienbande schon mal gar nichts mehr im Hut ist. Familienbande hat nämlich schon längst nichts mehr mit Preis und Leistung zu tun. Herr Ehrmann, das wollen wir nicht antun, wirklich nicht. Du könntest nicht vielleicht die Familie ein bisschen kürzen? Eliska sieht besser aus. Ja, aber glücklich ist sie nicht. Gott hat ihr schwere Prüfungen auferlegt. In der Tat. Wusstest du, dass die Pest ihre ganze Familie dahinraffte? Sie war gerade erst 12. Seine Familie zu verlieren ist hart. Verzeih, ich habe nicht nachgedacht. Und, konntest du etwas über ihre Sippschaft herausfinden? Nein, das ist keine Familie. Ich konnte sie ausfindig machen. Sie würden sie aufnehmen, aber ich halte das für keine gute Idee. Überlass ihr die Entscheidung. Solange es ihr dort besser geht als hier. Das ist wirklich nicht garantiert. Schlaf doch in meinem Bett. Das werde ich bestimmt. Ich schlafe auf dem Boden. Du hast nichts zu befürchten. Das wäre...
Das wäre sehr nett. Danke. Willkommen, Heinrich. Kommst du mal wieder, Henker? Wir haben noch zu reden. Wie geht es dir, Heinrich? Jetzt ist das Mikrofon schon wieder deine Geschichten. Du weinst nicht mehr? Nein, hab für meinen Lebtag genug geheult. Bei meinem letzten Besuch war das noch anders. Ich hatte selten Glück im Leben. Aber letzten Endes ging es immer irgendwie. Die Hand. Und Tränen sind da keine Hilfe. Das ist wahr. Also konntest du etwas über sie rausfinden? Ja. Ich habe die Eltern deines Mannes ausfindig gemacht und sie würden dich aufnehmen. Aber? Nun. Sie sind keine guten Menschen, Eliska. Vermutlich würden sie dich schinden. Aber dort hättest du zu essen. Das Leben ist hart. Aber ich hätte eine Familie. Du hast recht. Ich spreche noch einmal mit Hermann. Was zum Henker ist los mit dem Mikrofon? Empfindest du es als grundlegend lustig? Ich teile deine Ansicht nicht. Sekunde. Glück und Gesundheit, Heinrich. Ach, geht nicht. Egal. Leben wir damit. Hoffen wir, dass das Puppen vielleicht mit Gewalt lösen können? Nein, können wir nicht. Ich hasse alles. Muss ich einfach stillstehen. Ach, jetzt geht's wieder. Gewalt hilft doch. Hermann. Gott sei mit dir, Heinrich. So wie du von ihr sprichst, möchtest du, dass Eliska bei dir bleibt? Weißt du, sie war schon immer ein süßes Mädchen. Als sie mit ihrer Familie nach Ratai kam, damals noch ledig, war sie schon wunderschön. Und es mag dich überraschen, aber sie wechselte sogar hin und wieder ein Wort mit mir. Es grämte mich, als sie diesen Taugenichts heiratete. Ja, es war naiv von mir. Aber ich dachte immer, dass wir zwei vielleicht... Nun, das Schicksal amüsiert sich gern. Ich habe ihren Gatten aufgeknüpft. Und sie lebt bei mir, nach all den Jahren, in denen ich an sie dachte. Ich möchte, dass sie bleibt, aber ich will auch nicht, dass sie unglücklich ist. Aufgabe beendet, Aufgabe begonnen. Hörst du auf, mich in deinem Haus einzusperren? Ich hab das Gefühl, der Henker mag uns vielleicht mehr als sie. Sie möchte nichts festhalten, uns schon. Wehe, der Gaul kommt nicht einfach rein und... Du bist heute Abend vielleicht allein hier. Ich muss einem in Meerhojet das Bein richten. Das kannst du? Ja, die Leute kommen von überall her, wenn sie verzweifelt sind. Heinrich! Schön, dass Hallo, du Heinrich. Da bist. Von wegen, rede mit dem Henker, rede mit Eliska. Also der heißt die Quelle. Okay. Hast du dich entschieden? Ich kann nicht. Ich kenne die Mischex nicht, aber ich hätte eine Familie. Allen Ernstes. Hermann könnte dir auch eine Familie geben. Er ist ein anständiger Kerl. Ich kenne keinen besseren, um ehrlich zu sein. Aber er ist ein Henker. Und wo ist das Problem? Dass die anderen Weiber sich unten am Fluss nicht mehr mit dir unterhalten würden? Hat dich dieser Klatsch je interessiert? Er ist ein feiner Kerl, oder nicht? Er würde sich um dich kümmern und wäre auch dazu in der Lage. Und er will dich. Er liebt dich so sehr, dass er nicht mehr schlafen kann. Aber hat er das wirklich gesagt?
Ja, er sagte, er sei seit Jahren in dich verliebt. Er fand schon immer, du seist das süßeste Mädchen in Rathai. Wirklich? Wir haben hin und wieder ein paar Worte gewechselt. Nun, er war immer gut zu mir. Bei allem, was heilig ist, du hast recht. Ich bleibe. Na also. Wir haben es... Hermann? Ja? Dürfte ich vielleicht hier bleiben? Für immer, meinst du? Wenn du nicht willst, dann... Du darfst! Natürlich darfst du! Elisha, du hast mich zum glücklichsten Mann der Welt gemacht. Oh. Kurs abgeschlossen. Das ist besser, als die Zwiebeln der Familie zu schicken. Hermann. Danke, Heinrich. Danke. Gerne. Das Wichtigste ist, dass alles gut ausgegangen ist. Ist es. Hab Dank. Und ich möchte dir das geben. Allmächtiger. Ich habe Elischka. Nach all den Jahren habe ich, der Henker, die Frau, die ich liebe. Es ist auf jeden Fall besser. Ist das dein Ernst? Ich würde immer höflich zu sein. Ich glaube, ich persönlich würde es vermutlich auch vorziehen, eher in einem familiären Kreis geliebt zu sein, als in einem oberflächlichen äußeren Kreis beliebt zu sein oder Hallo, Heinrich. Nicht unbeliebt zu sein. Vor allen Dingen, sie ist ja nicht zwangsläufig natürlich großartig beliebt bei allen anderen Leuten. Sie wäre nach wie vor beim üblichen Rang. Und das ist jetzt nicht so viel wert. Es wäre halt, wie Heinrich sagte... Danke, Heinrich. ...der übliche Klatsch. Ich glaube, mit Hermann habe ich endlich mein Glück gefunden. Hast du. Ihr beide seid wie füreinander bestimmt. Zwei Leute glücklich gemacht, statt zwei Leute traurig zu machen. Mein Pferd kann hier nicht hin, das überrascht mich. Ich habe immer das Gefühl gehabt, mein Pferd kann überall hin. So, Henkerproblem gelöst. Das ist schön, das hat mich gefreut. Gut, wo ist das nächste, wo wir hingehen wollen? Wir haben im Bereich von Rathai alles getan, was zu tun ist. Wir könnten uns gleich wieder mit unserem Hauptmann ein bisschen prügeln, um mehr zu lernen. Wir könnten nach der Tetschko gehen, um den Stinker zu suchen. Wir könnten nach Uschütze gehen, um die anderen Geschichten durchzuführen. Wir könnten alles machen, was es gibt. Aber gut. Gehen wir nach Letetschko. Ja, gehen wir nach Letetschko. Und suchen wir diesen komischen Stinker. Wir haben nur noch ein bisschen Vergeltung durchzuführen. Untersuchen wir den Wanderer. Sieh an. Reisender Ritter. Diesmal käbbeln wir uns mit ihm. Was ist denn? Ich möchte dich zum Duell. Hast du die Rüstung noch, die dir nicht passt? Ha! Wie ich es mir gedacht habe. Ich verstehe. Grundlos trittst du nicht gegen mich an. Das ist Aber korrekt. Du musst etwas Silber dagegen setzen. Wo läge sonst der Sinn? Nehmen wir die Wette an. Gut, warum nicht? Freut mich, das zu hören. Beginnen wir. Hat nicht geklappt. Au. Oh. Der hat wirklich Schaden zugefügt. Na schön, jetzt bist du tot. Das ist doch nur ein freundliches Duell. Aua. Sag mal. Sekunde, ist unsere Rüstung nicht gerade noch angezogen, oder? Ja, irgendwie kriegen wir trotzdem Schaden. Vor allem, wenn unser Ketten im Eimer ist. So. Gleich müssen wir so einen Ringelblumenaufguss geben.
Mirka. Jetzt mal über die Kombos gucken. Kampf. Schwert. Stumpfer Schlag ist eine ganz gute Sache. Zustechen, Schlag, Schlag links, Schlag und. Ey! Hörst du auf damit? Aua! Aua! Gut getroffen! Jetzt wir können einfach nur mit den Posten kaputt schlagen. Wow, nett. Verdammt. Mist, der hätte von unten zu schlagen müssen, hätte es nicht, der hätte es gehabt. Perfekt. Hier. Dein verdienter Lohn. Gefärbte Brigandine. Du hast ehrenvoll gewonnen. Danke. Hm. 24, 24, 10, 23, 23, 9. Die Brigandine ist sogar besser als unser Plattenpanzer. Und das, obwohl unser sogar wenn wir von außen unser Plattenpanzer gerade noch beschädigt ist. Sekunde, haben wir nicht noch irgendwo ein Rüstungsset bei uns in der Tasche? Und können damit vielleicht. Nein? Egal, wir legen die Brigandine mal an. Komm. Was, wenn wir den blauen Jupon ablegen? So sieht die also aus. Egal. Hier. Willkommen, Heinrich! Gaul. Gib uns mal einen Ringelblumenaufguss. Den trinken wir uns mal. Und das hier kann weg.